schließe deine Augen, träum dich einfach fort, denn der Weg, den wir heute gehen, bringt dich an den Ort. Der Elfen und der Prinzen, der Zwerge und der Feen, und du wirst die Welt der Wunder mit eigenen Augen sehen. Du brauchst nicht weit zu reisen, zähl einfach bis vier. Und im Flug beginnt die Reise zwischen dort und hier. Komm mit ins Märchenland, ans Ende aller Zeit. Lüneburg, Weihnachtsmarkt, alle Jahre wieder. Und so erleben wir unter der Kulisse des historischen Rathauses und zahlreicher Backsteinbauten den traditionellen Weihnachtsmarkt. Der mittelalterliche Markt liegt ein wenig außerhalb des Zentrums und wir informieren uns über die Lage im Tourist-Office-Büro. Was ist so, mal klar, mal hier, hier ist eine Toilette. Hände sehen wir, Hände waschen. Des Kerzenscheins lässt es sich besonders gut bummeln und auch einkaufen. Lüneburg ist immer wieder ein besonderes Ereignis. Und hier der Wasserturm mit dem Wiechernkranz. Von oben hat man einen fantastischen Ausblick. Hier die Märchenmeile. Grimms Märchen werden hautnah umgesetzt. Auf Wiedersehen, Lüneburg. Es war ein schöner Tag.
Neben der Priesterkarte in Büchendorf liegt die Marienkirche. Der Ostteil stammt aus dem 15. Jahrhundert, Westteil circa aus dem 12. und der Kirchturm aus dem Jahre 1835. In der Kirche befand sich früher das Marienbild. Wallfahrer beteten das Bild an, angeblich hatte es heilende Kraft. Hier heute zugemauert der Ausgang der Wallfahrer. Uns begrüßt der Weihnachtsstern an der Kirchturmspitze. Malereien in der Kirche stammen aus dem frühen 14. Jahrhundert. Hier Franz der Zweite, lauenburgischer Herzog, mit seiner Familie. Weihnachtsmann kommt, verdrückt sich meine kleine Tochter. Sie hat Angst. Verrätst du mir deinen Namen? Sind alle Eltern krank, Jule? Sag mal was.